Gasthaus zum Roten Bären. So gut wie nichts weist darauf hin, dass es sich bei dem Gebäude mit den historisierenden Graffiti aus den 1950er Jahren um das älteste Gasthaus in Deutschland handeln soll. Die Liste der mittlerweile 50 Bärenwerte lässt sich zurückverfolgen bis in das Jahr 1311. Das Aushängeschild zeigt einen goldenen Bären. Im Mittelalter kehrten hier die Händler aus dem Schwarzwald ein, wenn sie sich auf ihrem Weg ins Rheintal befanden. Damals war der Gasthof zum Roten Bären einer der größten der Region. Der Keller unter dem Gastraum hat drei Ebenen. Die Stallungen verfügten über Stellplätze für bis zu 200 Pferde. Gleich mehrere Hufschmiede sorgten dafür, dass die Pferde mit neuen Hufeisen beschlagen werden konnten, wenn dies erforderlich war. Als die Franzosen 1745 vor ihrem endgültigen Abzug die Faubanschen Befestigungsanlagen sprengten, wurde das Gasthaus von herabstürzenden Trümmern beschädigt. Die Franzosen entschädigten die Wirtsleute jedoch, sodass diese mit dem Geld den zerstörten Bau abtragen und das heutige barocke Gebäude errichten lassen konnten.